Ey Leute, was geht? Westersburg ist hier und so. Und jetzt nehmt erstmal euer WLAN-Kabel in die Hand, denn dann ist alles in Ordnung. Ja, ihr habt es schon gehört, WLAN-Kabel, direkt der passende Begriff, um mit dem Thema einzusteigen. Und zwar beschäftigen wir uns heute mit dem Thema Verbindung, Breitband, Bandbreite, Latenz und allem drum und dran, was man denn so eigentlich so braucht zum Online-Zocken. Und ja, ich habe mich ja jetzt intensivst mit dem Thema in den letzten Wochen und Monaten, ja eher Wochen, auseinandergesetzt. Und deswegen zeigen wir hier auch mal ein Black Ops 2 Gameplay, weil Black Ops 2 eigentlich so eine richtige Lag-Orgie ist. Und dieses Gameplay bildet jetzt so ein bisschen die Ausnahme, aber da werde ich gleich auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Ja, ich werde euch jetzt auch mal ein Speedtest-Result von mir oben rechts ins Videobild reinklatschen. Und zwar, ich denke mal, ich werde jetzt nicht bei Adam und Eva anfangen, die Verbindung zu erklären. Ich versuche nur auf so ein paar spezielle Punkte einzugehen, weil ich habe es auch schon mal versucht, über wirklich fast alles zu labern. Und dann bin ich nach 12 Minuten oder so durcheinander gekommen, weil es wirklich so viel ist, über das man da labern kann. Und also ich werde jetzt eigentlich mal nur auf die Latenz eingehen. Und zwar, viele von euch wissen das vielleicht, manche vielleicht auch nicht, die Latenz ist das zum Mitspielen. Das Relevante beim Call of Duty Mitspielen. Der Upload und Download ist relativ egal, wenn man nicht hostet. Und die meisten von euch werden ja nicht host. Gehe ich mal zumindest von aus. Und zwar gibt die Latenz die Verzögerung an, die eure Plattform oder euer PC braucht, um Datenpakete, die er runtergeladen hat, wieder zurückzuschicken. Also eine Bestätigung. Und wie heißt jetzt, ich kann mal so darauf eingehen. Jetzt werden sich vielleicht manche Leute wundern. Ich habe ja eigentlich eine ganz gute Verbindung, warum habe ich denn, also eine gute Bandbreite, warum habe ich denn so einen komischen Ping, also so einen hohen Ping? Das kann an, entweder teilweise, wenn ihr PC-Spieler seid, kann es an den Settings an eurem PC liegen, an irgendwelchen Firewalls und so, das kann den Ping verschlechtern. Also ich sag mal, alles was ein Ping unter 100 ist, das ist eigentlich verbindungsrelevant. Alles, was da drüber ist, das ist einstellungsrelevant. Also, wenn ihr irgendwelche Sachen eingestellt habt, da gibt es alle möglichen Tutorials für Leute, die jetzt über einen Ping von über 150 haben oder so beim Speedtest. Ich werde euch jetzt auch mal zwei Seiten reinklatschen, wo ihr einen Speedtest kostenlos machen könnt mit Latenz, hoch und runter laden, Geschwindigkeit und das ist auf jeden Fall einstellungsrelevant, da kann man am PC so ein paar Sachen einstellen, wodurch sich dann die Latenz ein bisschen verringert. Das bringt bei mir jetzt zum Beispiel nichts, weil ich habe einen Ping von 50. Das ist eigentlich nur verbindungsrelevant und zwar hängt die Latenz auch von verschiedenen Varianten ab, wie die ganzen Datenpakete gesichert werden, glaube ich. Ich kann es jetzt nicht genau sagen, und zwar gibt es sogenanntes Interleaving, Low Interleaving und Fast Path. Interleaving ist quasi das sicherste. Also was heißt das sicherste? Also da überprüft ein Programm, beziehungsweise euer Computer, überprüft, ob ihr wirklich alle Datenpakete, die ihr runterladet, ob ihr die auch erhalten habt. Und deswegen schickt er sozusagen diese Bestätigung, dass ihr ein Datenpaket erhalten habt, erst später los. Und dadurch entsteht eine Verzögerung, beziehungsweise Lag oder eine höhere Latenz. Und bei Interleaving ist es halt so, da wird wirklich alles kontrolliert. Bei FastPath, das ist eine Sache, die wurde von der Telekom, glaube ich, eingeführt. Jetzt werden vielleicht manche sagen, ja, interessiert mich doch nicht, ich bin nicht bei der Telekom. Leute, das interessiert euch schon, weil die Telekom für euren Eingang am Haus, das Stück der Leitung, was bei euch zu Hause ankommt, das gehört quasi fast alles der Telekom. Das ist nur gepachtet, sage ich jetzt einfach mal, von den anderen Anbietern. Und das liegt dann, kann an dieser Sicherung liegen. Wenn jetzt Interleaving geschaltet ist, was bei allen von bis zu DSL 6000 standardmäßig geschaltet ist, da werde ich euch noch einen Artikel hier oben einblenden. Ne, ich glaube, das ist zu groß. Da werde ich euch einen Link irgendwie reinklatschen, wenn ich den noch finde. Ja, sonst machen wir da irgendwie was anderes, keine Ahnung. Die haben standardmäßig Interleaving geschaltet, damit möglichst wenig Datenpakete verloren gehen. Und aber dadurch habt ihr dann halt einen höheren Ping. Deswegen ist die Latenz auch nicht nur
Bandbreite ist die nicht nur entfernungsrelevant, da komme ich gleich noch drauf zu sprechen, sondern auch bandbreitenrelevant. Das sagen zwar viele, das stimmt nicht, aber es ist einfach so. Von eurer Bandbreite ist abhängig, welche Sicherheit geschaltet wird, Interleaving, Low Interleaving und so. FastPath ist sowas, was das hat die Telekom vor ein paar Jahren mal eingeführt. Da werden die Datenpakete nicht mehr kontrolliert. Das ist für diejenigen, die weit von einem Verteiler, weil ich weiß nicht, wo man nachgucken kann, wo ein Verteiler in der Nähe ist, die weit von einem Verteiler weg wohnen, da ist das sehr, ich sag mal, schlecht, weil da gehen dann viele Datenpakete verloren und ihr habt davon nichts. Wenn ihr jedoch nah an einem Verteiler dran wohnt, dann profitiert ihr von FastPath ungemein, weil so gut wie gar keine Datenpakete eigentlich verloren gehen. Und dadurch, dass ihr nicht mehr die Datenpakete kontrollieren müsst, habt ihr einen so geringen Ping. Das ist hier, das steht auch in dem Artikel drin. Wenn ihr, sagen wir mal, da kann jemand mit einer DSL 3000er Leitung, der FastPath geschaltet hat und in der Nähe eines Verteilers wohnt, der kann da einen Ping von 15 haben. Also wirklich extrem gut. Und was heutzutage standardmäßig geschaltet ist, weil FastPath, dadurch, dass halt viele Leute Nachteile dadurch hatten, wenn die zu weit weg wohnen, ist mittlerweile nicht mehr verfügbar, leider. Also ich kann mir keinen FastPath mehr holen. Alle Verträge, beziehungsweise alle Bandbreiten, die ab 16.000 und aufwärts sind, die haben standardmäßig Low Interleaving geschaltet. Das ist eine Mischung aus den beiden, also so ein Zwischending. Da habt ihr dann standardmäßig einen Ping von 21 bis 40. Also das war eigentlich auch schon recht annehmbar. Und ja, ich weiß nicht, wie das ja genau abläuft. Es gibt Leute, die haben einen Ping von 10 mit einer 100K-Leitung. Sogenanntem Fiber-Internet, keine Ahnung, wie das genau funktioniert, das weiß ich nicht genau. Ich bin ja auch kein Experte in dem Gebiet. Ich habe mich nur so ein bisschen halt auseinandergesetzt damit, weil ich halt so viele Probleme hatte mit meiner Verbindung. Und ich wollte das Ganze jetzt mal objektiv angehen, anstatt euch jetzt mal hier wieder einen vorzuheulen. Und ja, das Problem bei Call of Duty ist halt, werden sich jetzt vielleicht manche fragen, wieso, ich habe doch einen Ping von 50, dann ist das doch gar nicht so viel. Da müsst ihr aber bedenken, bevor ich das erkläre, gehe ich erstmal auf die Balken ein. Die Balken, die geben nicht eure Bandbreite an, sondern den Ping, eure Latenz. Und vielleicht werden sich jetzt manche fragen, ja gut, ich habe da jetzt Balken stehen, was sagen die Balken jetzt? Wie viele Balken sind, welche Millisekunden Latenz? Dank 4Delta One weiß ich das, denn 4Delta One hat Balken und Latenz, Originalbalken von MW2. Und deswegen kann ich das sehen. Und zwar alles, was einen Ping von unter 100 ist, das ist eine Vorbar, also vier Balken. Alles, was von 100 bis 200 ist, ist eine 3-Bar. Alles von 200 bis 300, eine 2-Bar. Und alles von 300 und noch schlechter ist eine 1-Bar. Und jetzt werden sich vielleicht manche fragen, beim Speedtest habe ich doch eine Latenz von 50. Wieso habe ich denn dann immer nur eine 3-Bar oder noch schlechter? Das kann ich euch beantworten. Das liegt an dem sogenannten Peer-to-Peer-System bei Call of Duty. Das ist richtig für den Arsch. Ihr habt einen Host und der quasi schickt die ganzen Dateien an die anderen Mitspieler und deswegen entsteht Verzögerung, weil der Host erst die ganzen Daten entwickeln muss und der muss die dann erst an die anderen Mitspieler schicken und deswegen entsteht eine Verzögerung, die es beim Serversystem nicht gibt, weil da alle auf die gleichen Sachen zugreifen, da gibt es keinen Host, der da mitspielt. Also ihr werdet bei im Serversystem auch niemanden mit einem Ping von 0 finden. Das habt ihr aber bei Peer-to-Peer hat der Host einen Ping von 0. Und das hängt natürlich auch davon ab, was der Host an sich für eine Latenz hat. Also wenn, sagen wir mal, ich jetzt hosten würde, ich habe ja eine Latenz von 50 und wenn jetzt ihr wirklich direkt im gleichen Haus wärt, das ist natürlich auch nochmal davon abhängig, wenn ihr direkt neben mir wohnen würdet und sagen wir mal von der Entfernung her einen Ping von, sagen wir mal, 1-2 Millisekunden hättet und ihr selber eine Latenz von 50 habt, dann könnt ihr nur einen Ping im Game von 102 haben. Ja, also dann könnt ihr schon gar keine Vorbar mehr haben, deswegen ist es auch von der Latenz des Host abhängig, was ihr für eine Latenz habt. Wenn wir jetzt zum Beispiel, ich nehme jetzt mal den Striker als Host, weil ich kaum einen kenne, oder ich kenne gar keinen eigentlich, der eine bessere Verbindung hat als der. 100k Download, okay, Upload nur von 2 oder 3, aber das reicht vollkommen aus und eine Latenz von 10. Wenn der hostet, ich sag mal, ich verrate jetzt nicht, wo der wohnt, der wohnt in Süddeutschland.
Und deswegen, da sagen wir mal, gehen wir mal davon aus, der hat, das ist der Entfernung von, oh, 60 Millisekunden. Ja, okay, 60 Millisekunden vielleicht nicht. Sagen wir mal 40 Millisekunden. Und da kommt dann nochmal seine Latenz drauf von 10. Dann sind wir bei 50 Millisekunden. Dann kommt meine Latenz nochmal von 50 Millisekunden drauf. Dann habe ich einen Ping von 100. Das heißt, ich kratze so an der Vorbar, habe aber meistens eine 3-Bar. Und deswegen könnt ihr gar keine Vorbar haben. Wenn ihr auf Server geht, beim Serversystem, da habt ihr eigentlich immer eine Vorbar, weil ihr euch, ihr könnt euch vorher schon informieren, was ihr für eine Latenz habt, wenn ihr auf diesen Server drauf geht. Da müsst ihr dann nicht nochmal eure eigene Latenz dazu addieren. Die Server werden schon direkt so berechnet. Und deswegen ist bei Servern ist es auch viel weniger am Laggen. Quasi kann man eigentlich so als Fazit zusammenfassen: Für Leute mit einer guten Verbindung, die also oft hosten können, für die profitieren extrem vom Peer-to-Peer. Diejenigen wie ich, die gammeliges Internet haben, die haben dann total gelitten. Ja. Jetzt ist die Frage natürlich: Ja, wieso haben denn dann alle so eine mega gute Verbindung in Black Ops 2? Haben doch fast alle eine Vorbar. Ja, wie kann das sein? Ganz ehrlich, ich glaube, dass die meisten von euch werden es ja wissen, dass es seit Modern Warfare 3 eine sogenannte Lag Compensation gibt. Und zwar wird die Verbindung von euch runtergedrosselt. Das heißt, wenn der Host eine mega geile Verbindung hat und dann haben aber die anderen Leute eine mega Scheißverbindung, dann wird das Internet von ihm auch gedrosselt. Ist im Prinzip eine gar nicht so schlechte Idee. Weil ich erlebe es oft genug in MW2 oder so, dass der Host eine Vorbar hat, hat er ja immer. Und alle anderen eine One- oder Two-Bar, wo ich mir dann denke, es kann doch nicht sein. Jetzt kann uns der Host sowas von ownen, weil der einfach mal eine Fünftelsekunde schneller ist als wir. Und das wird halt sozusagen mit Lag Compensation verhindert. Nur die Lag Compensation ist in Black Ops 2 so krass, dass es teilweise gedrosselt wird. Dann hat man auch teilweise ist es so, wenn man gegen Bots spielt, dann hat man eine bessere Verbindung, als wenn man durch Skill-Based Matchmaking gegen gute spielt. Das ist irgendwie ganz komisch. Also wenn ich wirklich mit jemandem spiele, der eine KD unter 1 hat, und dann ist das Skill-Based Matchmaking ja anders, als wenn ich alleine spiele. Dann leckt es weniger, als wenn ich alleine spiele. Das ist ein bisschen komisch. An sich glaube ich wirklich, dass die Balken recht zuverlässig sind in Black Ops 2. Das heißt, ich glaube, wir haben wirklich eine Originalverbindung von einem Ping von unter 100 mit einer Vorbar. Das war ja auch so. Am ersten Tag, wo ich Black Ops 2 gespielt habe, da hat das Spiel nicht geleckt, kein bisschen. Wir hatten alle eine Vorbau und der Alex und ich, wow, wie gut haben die Verbindung gemacht. Ja, und dann eine Woche später, zack, Lag Compensation ist am Stissel und ja, leckt mehr als jedes andere COD. Abgesehen vielleicht vom Black Ops 2, Black Ops 1 und World at War. Ja, dadurch, dass es aber mit Skill-Based Matchmaking kombiniert wird, kann es ja gar nichts mehr machen. Nee, das liegt auch daran, sie haben ja in Black Ops 2 ein neues System eingeführt. Und zwar, ihr seht es zwar in Modern Warfare 2 immer, dass oben ein Ping durchgegangen wird. 50 Millisekunden, 60 Millisekunden, na, keine Spiele gefunden, 70 Millisekunden und so. Ich glaube aber nicht, dass das der Original-Ping ist. Ich glaube, das ist der Ping von Entfernung. Das heißt, er wird jetzt erstmal einen Host suchen, der einen Ping von unter 50 hat von der Entfernung. Also der durch die reine Entfernung einen Ping von unter 50 hätte. Und also es wurde ja auch gesagt, dass sie früher regional gesucht haben und nicht nach Original-Ping. Das hat sich ja im Black Ops 2 geändert. Da suchte er wirklich nach Original-Ping, was ja an sich auch eigentlich logischer ist. Weil ich meine, was habe ich davon, wenn hier jemand um die Ecke wohnt mit einer Bambusleitung? Und ja, super, dann join ich in die Lobby, hab aber einen Two-Bar. Und wenn er mal weitersuchen würde mit 80 Millisekunden, dann hätte ich einen Three-Bar. Ja, ein bisschen ärgerlich. Deswegen, ich glaube schon, wenn sie die Lag Compensation im Black Ops 2 weglassen würden, dass dann alle wirklich eine mega krass gute Verbindung hätten. Bis auf ein paar Ausnahmen oder je nachdem, wo der Host halt ist. Aber auf jeden Fall eine bessere Verbindung als im Modern Warfare 2. Könnte ich mir durchaus vorstellen. Schreibt mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich habe keine Ahnung, wie die Lag Compensation funktioniert. Sorry, da kann ich euch nichts zu sagen. Und ja, Activision ist ja sowieso sehr geheimniskrämerisch. Die verraten ja gar nichts. Naja.
ist ja auch egal. Ich hoffe, ich konnte euch trotzdem ein bisschen Auskünfte geben und ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Wenn ja, könnt ihr das Video gut bewerten und den Kanal abonnieren oder so. Bis demnächst, Leute. Tschö.